Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Letztes Jahr habe ich so ein bisschen so eine Art Rückblick über das vergangene Jahr gemacht. Dieses Mal habe ich mit dem Boris überlegt, wie könnte es jetzt dieses Jahr aussehen, und ich wage jetzt mal was wahrscheinlich ein bisschen gefährlich ist. Ich versuche mal in die Zukunft zu blicken, zu überlegen, wie kann es denn weitergehen oder vielleicht auch, wie sollte es weitergehen. Es ist ja so, dass wir jetzt seit gut 2 Jahren Webfonds auf den Webseiten haben, und es sind viele tolle Sachen dabei, aber es scheint mir ein bisschen so zu sein, dass der Hauptwitz darin besteht, die Fonts auszutauschen. Wir haben jetzt einfach andere Schriften, das ist natürlich schon mal per se eine coole Sache, aber so richtig umgedacht wurde bis jetzt noch nicht. Also die Denkweise scheint mir, die Vorgehensweise beim Design scheint mir ein bisschen gleich geblieben zu sein im Vergleich zu der Zeit vor Webfonts. Nur dass wir eben jetzt andere Webfonts benutzen, natürlich möglichst abgefahrene, damit auch jeder sofort sieht, dass es Webfonts sind. Also ich versuche jetzt mir mal so ein bisschen zu überlegen, wie könnte es jetzt weitergehen? Also wie könnte die Typografie ein bisschen reifer werden vielleicht? Kinder machen ja auch tolle Sachen, nur irgendwann muss man ja erwachsen werden, und wir könnten jetzt vielleicht versuchen, einfach als Webdesigner die Webtypografie so ein bisschen mehr zu verfeinern, ein bisschen mehr echte Typografie zu machen, und natürlich bedeutet das auch vielleicht ein bisschen so mehr so zu werden wie Printdesign. Durch die Einführung von Webfonts wurde ja, also das Web hinkt ja immer so ein bisschen hinter dem Print, und durch die Webfonts wurde die allergrößte Lücke wurde ja geschlossen. Also wir sind jetzt beim Web schon fast da, wir können schon fast alles machen wie bei Print. Allerdings noch nicht alles. Ich werde also ein bisschen anschauen, wo sind wir noch nicht da, wie wir bei den Druckmedien sind, und was sind die möglichen nächsten Schritte, um uns der Typografie beim Druck anzunähern. Die Typografie beim Druck natürlich hat jahrhundertelange Erfahrung und sich dementsprechend hoch entwickelt. Und also man kann auf jeden Fall natürlich als Webdesigner von der Drucktypografie lernen. Als ich dann weiter darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man auch genau das Gegenteil behaupten, das wird dann der zweite Teil, weniger wie Print. Natürlich ist der Bildschirm anders, wir haben andere Anforderungen, er kann anderes, deswegen wäre es vielleicht auch sozusagen die Zukunft zu sagen, bis jetzt macht der Bildschirm das, was versucht das zu imitieren, was Print macht, der nächste Schritt könnte eigentlich sein, noch anders zu werden. Zunächst mal aber mehr wie Print. Also wir wollen so uns die Sachen vom Print lernen und die Sachen genauso gut machen können wie Print. Da gibt es jetzt noch 2, 3 Bereiche, wo das Web so ein bisschen so eine Baustelle ist, wo wir noch nicht ganz da sind. Also von der Technologie geht ja eigentlich schon fast alles. Wir haben jetzt die Webfonts, und es gibt hauptsächlich zwei Dinge. Das eine sind die OpenType-Features, die noch nicht ganz funktionieren. Und das andere wäre sozusagen, was im Absatz passiert, also Trennungen und Blocksatz. Schauen wir erstmal an. OpenType-Features. Wie können wir das Web auf das gleiche Niveau bringen wie die Drucksachen? OpenType-Features kann man auch bei Webfonts anwenden. Daran sieht man auch schon, dass die Sache alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Um eine Sache zu erreichen, muss man dummerweise hier also 6 Zeilen, die eigentlich alles das gleiche sagen, nur für unterschiedliche Browser. Hier O wie Opera, WebKit. Das hier ist eigentlich theoretisch das Neutrale, das eigentlich funktionieren sollte. Und hier Mozilla. Zu allem Überfluss hat Mozilla auch noch in Version 15, also vor ein paar Wochen erst, hat den Syntax geändert. Also das hier ist ganz neu, jetzt das Orangene. Wenn man sich die Empfehlungen anschaut von einem halben Jahr, dann sieht das dann noch, und es funktioniert im Moment nicht. Also es ist alles noch ein bisschen im Umbruch, man muss am Ball bleiben.
damit die Dinge auch weiterhin so funktionieren, wie sie sollen. Gut, ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel, hier eins mit Kapitelchen, eins mit Bullstyle, also mit Minuskelziffern. Und mal sehen, ob sich dieser ganze Aufwand auch lohnt, wenn wir das im Browser anschauen, hier Firefox. Das funktioniert tatsächlich, also echte Kapitelchen, natürlich, wenn sie im Font drin sind. Und auch Minuskelziffern. Schauen wir mal weiter, ein anderer Browser, hier Safari, und da sieht man schon, ach schade, das funktioniert zum Beispiel nicht. Also, das ist jetzt nicht unsere Schuld, das liegt an den Browsern, wenn das nicht funktioniert. Aber es sieht wirklich so aus, ich habe den Eindruck, bis vielleicht Mitte nächsten Jahres sind dann wirklich alle Browser das. Es gibt hier eine ganz tolle Webseite, caniuse.com, da kann man bei ganz vielen technischen Features nachschauen, in welchem Browser geht das eigentlich? Das ist ja ständig die Frage, welcher Browser kann was? Also Internet Explorer kann ab Version 10 zum Glück die OpenType-Features, Firefox schon ganz lange, Chrome auch schon länger, und Safari, das hier, dieses komische Gelb-Grün heißt, teilweise implementiert, das heißt im Moment, es geht nur Ligaturen, Contextual Alternates und auch Kerning. Kerning ist theoretisch gesehen ein OpenType-Feature, das man an- und ausschalten kann. Ja, also hier kann man auch sehr gut am Ball bleiben, caniuse.com kann ich sehr empfehlen. Es ist natürlich die Frage, wenn man jetzt davon ausgehen muss, dass es nicht absolut überall geht, nehme ich dann lieber gar nicht, sage ich mir, nee, dann ich will es entweder sicher oder gar nicht, oder sage ich mir, naja, wo es geht, möchte ich es, wo es nicht geht, geht es nicht. Das hängt vielleicht vom Feature ab. Ich sage mir vielleicht, also richtige Kapitelchen, das ist vom Design her schon sowas Wesentliches, da will ich wirklich sicher sein, dass das in jedem Browser so aussieht, sonst nehme ich es nicht. Und bei Minuskelziffern sage ich mir vielleicht, naja, sie sind halt schon schöner, je nachdem. Und wenn es nicht geht, geht es nicht. Also da sagt man dann vielleicht, ich nehme es, wo ich es kriegen kann. Ja, hier sieht man im Hintergrund, wie es dann im HTML aussieht, nachdem man es im CSS so definiert hat, einfach als Klasse zugewiesen, nichts besonders Kompliziertes. Jetzt ist die Frage, was passiert denn, wenn wir das kombinieren wollen, wenn ich jetzt in einem Absatz Kapitelchen und Minuskelziffern will. Könnte man eigentlich sagen, ich schachtel meine Klassen, das heißt, dieser Absatz hier hat die Eigenschaften von beiden Klassen, aber leider funktioniert das nicht. Das ist jetzt kein Browserproblem, sondern eigentlich logisch. Wenn man nochmal anschaut, wie das hier definiert wurde, ist es so, wenn dem Ding diese Klasse zugewiesen wird, OldStyle, dann wird diese CSS-Eigenschaft neu definiert. Also der Browser kann die zwei Sachen nicht kombinieren. Das ist auch kein Fehler vom Browser, sondern wenn der Browser das so zusammenlegen würde, dann würde das wahrscheinlich völlig dem Prinzip von CSS widersprechen, wie die CSS als Sprache funktioniert. Und da kann man verstehen, auch wenn es praktisch wäre, dass das einfach so nicht gemacht werden kann, weil das schon extrem unsauber wäre, so von der Sprache her im CSS. Das heißt, die Lösung ist zwar blöd, aber wir müssen einfach noch eine Klasse definieren, wo beides aktiviert ist, und dann eben entsprechend, wenn ich das in einem Absatz will, muss ich dem diese kombinierte Klasse zuweisen und dann funktioniert es auch. Also es ist ein bisschen nervig, aber da kann man eigentlich niemandem einen Vorwurf machen. Ja, Ligaturen sind die andere, vielleicht eine andere interessante OpenType-Feature, mit dem man sich so, wo es so die Frage gibt, welcher Browser kann das, wie kann ich den Browser dazu bringen, die Ligaturen zu verwenden. Wir schauen mal ganz kurz rein, OpenType-Features in einem Font. Man kennt das ja immer nur aus den Anwendungen, wenn man in InDesign sich dann reinklickt und dann irgendwie einmal und so, und dann irgendwann landet man beim Feature. Im Font sind die Dinger so als ein bisschen als Code definiert, aber es ist eigentlich relativ einfach. Da steht hier Substitute F, noch ein F, durch das Zeichen FF. Also das hier unten, das ist einfach ein Glyph, sagt man ja. Das heißt, ich kann hier in meinem Code, habe ich hier einfach Text,
definitiv mit FTP. Und schauen wir mal an, Firefox wird auch korrekt ersetzt. Wunderbar. Mal sehen, im anderen Browser hier, ach nein, eine sehr wichtige Frage ist ja immer, ist das jetzt wirklich noch der Rohtext da drin? Wenn ich das mal kopiere und jetzt hier reinpaste, sehe ich, ah ja, es ist wirklich noch das F und das I drin. So wie im InDesign ja auch. Wenn ich das Wort markiere, dann steckt tatsächlich noch der korrekte Rohtext drin. Und das ist extrem wichtig, zum Beispiel für, natürlich für Suchmaschinen, wenn Google meine Seite besucht, dann will ich ja, dass da nicht irgendwie ein komisches Zeichen drin ist. Oder ganz besonders wichtig für Screenreader, also für Leute, die blind sind oder nicht so gut sehen, die beziehen sich ja auch auf den Rohtext auf der Seite. Das hier ist in Chrome, funktioniert auch. Allerdings funktioniert das nur, wenn man ihn ein bisschen kitzelt. Und zwar ist das hier bei meinem Workfront-Service schon vorgegeben. Das ist hier, nennt sich Text Rendering Optimized Legibility. Ist eigentlich Unsinn. Wir wissen ja, dass Ligaturen und Kerning nicht sehr viel mit Lesbarkeit zu tun haben. Aber das ist sozusagen, damit diesen Knopf muss man drücken, damit Chrome und Safari auch Ligaturen machen. Das kann man also nicht mit diesem, bei Safari kann man das nicht mit diesem, wie man eigentlich OpenType-Features anschaltet, machen. Und letzter Test, Internet Explorer, naja, hatten wir was anderes erwartet. Wie gesagt, Version 10 kann das dann wirklich, aber das hier ist jetzt Version 8 oder 9. Jetzt kann man sagen, hey, ich habe ja Ahnung von Fonts, und zwar hat jedes Zeichen, nicht jedes Zeichen, aber viele Zeichen in Font haben ja diese Unicode-Werte, diese Zahlen, die da drüber stehen. Die sorgen dafür, dass wenn ich jetzt ein A tippe, dass dann auch wirklich dieses Zeichen mit dem Unicode-Wert von dem A in den Browser landet und gerendert wird. Und auch wenigstens diese drei Ligaturen haben offizielle Unicode-Werte. Also das FI hat FB01. Ich kann also sagen, man kann ja jeden Unicode-Wert in dem Quelltext eingeben, hier FB01. Und es funktioniert tatsächlich. Also auch Internet Explorer rendert es dann korrekt, weil ich ja wirklich das FI als ein Zeichen eingebe und der zieht das entsprechend korrekt aus dem Font. Was passiert denn jetzt, wenn ich das mit Copy and Paste mal schaue, wie der Quelltext aussieht? Und da sieht man dann, dass hier wirklich dieses FI als Zeichen drin ist. Das ist in gewisser Weise korrekt. Also der Browser macht ja das, was man ihm gesagt hat. Man hat ihm ja ein FI-Zeichen gegeben. Nur ist das wirklich ein Problem, eben auch gerade bei Vorleseprogrammen. Kann sein, dass die so schlau sind und diese FI-Ligatur als FI vorlesen können. Kann sein, dass sie es nicht machen. Und natürlich kann es immer sein, dass irgendwann mal unsere Webseite in irgendeinem System landet, an das wir jetzt überhaupt nicht denken. Wer hätte denn vor 5 Jahren daran gedacht, dass dieses Readability oder Instapaper oder Reader so groß wird. Also man kann sich nie darauf verlassen, was mit seiner Webseite passiert. Deswegen würde ich sagen, das ist zwar irgendwie so ein cooler Hack, aber es ist auch in gewisser Weise technologisch nicht völlig unsauber, aber ich würde auf jeden Fall davon abraten. Ja, Thema CSS. Wir hatten zwar jetzt schon viel CSS, aber jetzt zeige ich mal für ein richtiges Live. Demo sozusagen. Also es geht ja nur um die Frage, was kann ich denn jetzt überhaupt machen im Web, damit das irgendwie besser aussieht. Dann stellt sich mal die Frage, wer von euch ist denn eigentlich vom Hintergrund her Grafikdesigner und für wen ist das Web jetzt neu? Neu. Neuer als Druck. Und wer ist mehr so Web-Native und für wen ist jetzt die Typografie neu? Ah ja, also auch ein paar Leute. Also wir schauen uns das mal zusammen an. Für die Typografen sind das typografisch gesehen keine Neuigkeiten, aber jetzt die Frage, wie ich das auf einer Webseite machen kann, und für die Webdesigner sind das jetzt vielleicht sogar typografisch Neuigkeiten. Das ist jetzt einfach nur ein Text, unterschiedliche Größe, alles so ohne gezielte Formatierung, also Default, wie man im Englischen sagt.
Jetzt fällt mir gleich als erstes mal auf, natürlich die Grafiker von Ihnen sehen das auch sofort hier, was in Großbuchstaben, Versalsatz, da braucht man ja immer ein bisschen zusätzlich Luft dazu. Das geht in CSS und zwar Letter Spacing, da kann man dummerweise nicht Prozent eingeben, so wie in InDesign, da muss man EM eingeben und man sieht hier also wunderbar. Die Schrift ist übrigens die Utopia von Robert Slimberg, eine Schrift, die ich ganz besonders gut finde und die sich auch, glaube ich, sehr gut als Webfront eignet, so ein bisschen als Georgia-Ersatz vielleicht. So, jetzt habe ich hier gesehen, also heute... Geht es ein bisschen größer? Ja. Geht es größer? Yay! Zweimal, so. Danke für den Tipp. Also man kann natürlich nicht den Font selber beeinflussen als Typograf, als Schriftnutzer. Man kann ja immer nur irgendwie die, im Endeffekt die Zeichen anordnen, also den Abstand dazwischen irgendwie manipulieren. Eben hier Letter Spacing, horizontal, dann fällt mir vielleicht ein vertikal. Ah, jetzt ist natürlich das hier. Fällt mir ein, irgendwie vielleicht ein bisschen kleinere Zeilenhöhe. Und das hat auch noch einen technischen Grund, denn wenn ich diese Lineheit, wenn ich da gar nichts angebe, dann nimmt der Browser zwar so einen Default-Wert und der wird irgendwie aus dem Font berechnet. Und dummerweise berechnet das jeder Browser und auf unterschiedlichen Betriebssystemen so ein bisschen anders. Was uns Schriftherstellern großes Kopfzerbrechen bereitet, wir tun unser Bestes, diese ganzen Werte in der Font, im Font so hinzutricksen, damit alle Browser das ungefähr gleich darstellen. Und es funktioniert auch fast. Und eigentlich wäre die Lösung ganz einfach. Wenn ihr als Anwender immer Lineheight explizit angebt, dann ist es auch in jedem Browser gleich und das Problem ist gelöst. Und wenn man sowieso schon dabei ist und das sozusagen dazu gezwungen ist, darüber nachzudenken, dann stellt man vielleicht fest, das passt jetzt zwar schon ganz gut so als Default-Zeilenabstand, aber wenn man dann rumspielt, stellt man vielleicht auch irgendwie fest, naja, so ein bisschen mehr, irgendwie, jetzt hat es ein bisschen noch mehr. Und das ist dann vielleicht so eine Sache, wo dann auch irgendwie der Leser sagt, irgendwie die Webseite, irgendwie hat sie was, ich weiß zwar nicht was, aber irgendwie sieht das überzeugender aus. Ja, das war jetzt also der vertikale Abstand. Fällt jemandem noch was ein, was man noch machen kann als Typograf? Abstände? Ziffern. Ziffern kann man auch noch dann, wenn man will, gezielt stationieren. Muss man so Span, Span aus dem Roman. Das kann man natürlich auch dann mit Letter Spacing genauso kontrollieren. Und eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist, eine Sache, würde ich immer dran denken, ist der Wortabstand. Hier sieht man, also wie gesagt, die Utopia, ich finde es eine hervorragende Schrift. Nur was mich schon seit Jahren immer juckt, ist, dieses Leerzeichen ist doch viel zu klein. Und auch das kann man mit CSS verändern. Und zwar halt, nennt sich das Word Spacing. Und ich finde, das macht den Riesenunterschied aus von der Lesbarkeit. Viele Printfonts haben meiner Meinung nach ein viel zu kleines Leerzeichen. Die Sache ist dummerweise, also wenn ich mir das so anschaue, vielleicht ein bisschen blinzel, das sieht im Prinzip schöner aus, weil ich nicht diese weißen Löcher da drin habe. Es gibt einen schönen Grauwert. Erik Spiekermann sagt ja immer, das Problem ist, die Designer lesen nicht, die schauen nur. Also wenn ich schaue, dann lande ich wahrscheinlich wirklich da, aber wenn ich lese, dann merke ich wahrscheinlich... Kann das sein, dass es mit der Sprache, also Englisch gegenüber Deutsch zu tun hat, dass für Englisch dann kürzer sind, auch Spaces, das ist vielleicht die amerikanischen Designer vielleicht ein bisschen enger gestaltet. Das ist ein gutes Argument, ja. Stimmt. Dass man als deutscher Typograf vielleicht dann noch mehr, aber ehrlich gesagt ist mir das auch für Englisch zu eng. Und ja, die Amerikanischen, die machen das vielleicht für Englisch, aber
Es ist halt auch so, ich bin ja selber Schriftdesigner, es ist schon verführerisch. Ich will ja natürlich, dass mein Font irgendwie schick aussieht und da so einen schönen, gleichmäßigen Textur gibt. Es ist verführerisch, der Schrift ein kleines Leerzeichen zu geben, aber das ist einfach Quatsch. Also, keine Hemmungen, ihr seid die Typografen, ihr sitzt am Steuer und probiert einfach mal Wordspacing. Und wenn man sich auch mal diese typischen Screenfonts anschaut, Georgia, Arial, Verdana, die haben alle ein wahnsinnig großes Leerzeichen und ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Grund, warum die ziemlich gut lesbar sind am Bildschirm. Also einfach mal rumspielen damit. Ja, das war jetzt so ein bisschen Mikrotypografie im Web. Das sind eigentlich die drei Sachen, die man so machen kann. Letterspacing, Wordspacing und Lineheight. Lineheight sowieso immer angeben. Ja. Frage, ja. Soweit ich weiß, müsste es, also ich habe mal so ein bisschen getestet, also es müsste eigentlich funktionieren. Kann sein, dass also unterschiedliche Browser können ja, also wenn man jetzt Werte, also wenn ich jetzt was angebe und da steht jetzt irgendwie 0,08 em, dann rechnet der Browser das ja erstmal in Pixel um und dann ist das vielleicht irgendwie ein Dreiviertel Pixel oder so. Und da ist ein Unterschied zwischen den Browsern, weil manche einfach ganz stur immer nur in ganzen Pixeln denken. Auch hier Letterspacing und zum Beispiel Firefox, der kann auch, was die Typografie angeht, so in halben Pixeln oder so denken. Deswegen kann es sein, dass man da nicht genau die gleichen Ergebnisse bekommt. Nein, also das Einzige wäre wirklich dann harte Zeilenumbrüche, aber das ist so eine Sache, also ich arbeite ja bei Typekit jetzt seit 2 Jahren und eine der wichtigsten Sachen, die ich da gelernt habe, ist, die sagen, unsere Maxime ist, wir arbeiten mit dem Web, nicht dagegen. Ja, es ist immer sehr verführerisch, gegen die Technik oder gegen das Web zu arbeiten, weil man dann irgendwas hintricksen kann und das ist dann cool. Aber ich würde sagen, davon sollte man echt quasi immer die Finger lassen. Also lieber mit dem Medium arbeiten als dagegen. Ja, was die Zeilenhöhe angeht, da würde ich einfach immer mit Pixeln arbeiten, weil da jeder Browser nur ganze Pixelsprünge kann. Und wenn ich dann rumprobiere und dann irgendwie mit Prozent und dann mache ich vielleicht 2% mehr und es tut sich nichts, das ist irgendwie blöd. Und wenn ich jetzt einfach einen Pixel mehr mache, dann ist das halt auch ein Pixel. Deswegen würde ich die Zeilenhöhe persönlich tendenziell eher in Pixeln angeben. Ja, das war CSS, Mikrotypografie. Also die eine Sache, die wir hatten, wo wir jetzt erst so langsam zum Print aufholen, das waren die OpenType-Features. Das andere große Thema ist also Trennungen und Zeilenbrüche, also praktisch Blocksatz, wie damit der ganze Absatz gut aussieht. Schauen wir uns, da habe ich nochmal ein anderes Demo. Machen wir das nochmal größer. Also man kann auch in CSS, auch im Browser angeben, Blocksatz zum Beispiel. Das sieht dann so aus. Und das ist natürlich, klar, sieht jeder, das sieht nicht besonders schön aus. Das habe ich ausgerechnet hier in dem Beispiel fast schon so den Demonstrationseffekt, dass es nicht ganz so hässlich aussieht, wie es eigentlich aussehen könnte. Ihr wisst ja, also ich habe sogar eigentlich noch Glück gehabt, also Pech, dass ich Glück hatte hier. Hier sieht man schon so ein paar hässliche Weißräume. Klar, Blocksatz ohne Zeilen, ohne Bindestriche ist problematisch. Aber auch Silbentrennung kann ich im CSS angeben. Und zwar, das ist auch wieder so eine ganz neue Sache, sieht man hier wieder, man braucht mal wieder 3 Sachen. Hyphens, Otto und also das ist jetzt hier wirklich ein Live-Demo und es funktioniert. Natürlich sieht man hier auch schon wieder andere Feinheiten, 3-mal in einer Reihenfolge, also man hat noch nicht so viel Kontrolle wie jetzt zum Beispiel im InDesign. Aber es funktioniert schon so einigermaßen. Und wenn man mal anschaut, eine Frage ist natürlich, also der Browser, der muss ja auch die Sprachen beherrschen. Und soweit ich das rausgefunden habe, ist natürlich überhaupt die Frage, welcher Browser kann das auch wieder hier, can I use, ist
Fantastisch. Also Internet Explorer 10 wird dann auch auf jeden Fall deutsche Silbentrennung können. Englisch sowieso, das wird ja immer als erstes implementiert. Firefox kann auch schon seit längerem Deutsch. Hier interessanterweise hat jetzt Safari die Nase vor Chrome, was überhaupt Silbentrennung angeht. Und soweit ich das getestet habe, in Safari kann der auch schon Deutsch. Ja, also da ist die Verbreitung auch wieder eben noch nicht komplett, aber es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ups, nein, erstmal noch das. Und es ist so, bevor es überhaupt ordentliche Silbentrennung gab in Browsern, gab es schon einen Bram Stein heißt der. Der hat gesagt, man kann ja das alles mit CSS machen, mit JavaScript machen. Und der hat was entwickelt. Der hat nicht nur die Silbentrennung, sondern auch diese intelligenten Zeilenumbrüche, die wir von InDesign kennen, hat der als JavaScript gebaut. Das ist jetzt nicht genau der gleiche Algorithmus wie InDesign, sondern der von Donald Knuth, der eigentlich genauso gut funktioniert. Das heißt also, hier probiert dieses JavaScript ein bisschen rum, welche Zeilenumbrüche es im Endeffekt zu dem besten Absatz führen. Das finde ich schon sehr cool. Bram Stein heißt er, ist ein Holländer. Und der macht in diesem Falle, hat er sogar per JavaScript so ein Silbentrennungswörterbuch drin. In diesem Fall also auch die Silbentrennung, da muss man sich nicht auf den Browser verlassen. Jetzt ist es nur ein bisschen problematisch. Jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt hier das Spannungsverhältnis mit Copy und Paste mache. Oh, das ist jetzt natürlich der Demonstrationseffekt. Als ich das zu Hause ausprobiert habe, kann ich garantieren, dass da das Leerzeichen drin war. Der Bindestrich drin war. Merke, niemals live präsentieren. Das war auch Firefox. Oder das ist eine andere Version von Firefox, die rauskopiert. Ja, also das ist ein bisschen das Problem und auch wiederum für bei Copy and Paste, da könnte man natürlich das auch wieder per JavaScript beim Kopieren auch wieder rauslöschen, wenn man will. Nur ein großes Problem sind nach wie vor diese Vorlesesoftware. Und das ist immer so, man denkt sich dann, ja, okay, ich weiß, ja, so ein bisschen so. Aber ich meine, es gibt nun mal Leute, die nicht gut sehen können. Und wenn die auf so eine Webseite treffen und diese Vorlesesoftware, die liest das nicht vernünftig vor, natürlich ist das extrem frustrierend. Nur damit die gut sehen können, hier so ein bisschen schöneren Boxsatz haben. Also deswegen würde ich von diesem JavaScript Silbentrennung im Moment eher Abstand nehmen. Das Problem ist. In dem Fall wird es doch genau angezeigt, weil der Quelltext ist ordentlich drin. Ja, das wollte ich gerade erklären. Also im Quelltext ist das tatsächlich ordentlich drin, einfach als ein Absatz ohne Bindestriche. Nur das Problem ist, diese Vorlesesoftware, das ist praktisch ein Firefox-Plugin und die greift auf das Endergebnis zu. Die Software lässt den Firefox erstmal die Seite komplett rendern und alles wird auch irgendwas in JavaScript umgebaut wird und die liest dann wirklich das Endergebnis vor. Wenn das nicht so wäre, dann wäre das Resultat wahrscheinlich noch weniger brauchbar, weil viele Webseiten ja da schon extrem viel umbauen noch mit JavaScript oder dynamisch reinladen und alles. Deswegen, also es wird wirklich das vorgelesen, was das Endergebnis ist. Das Problem. Nee, ja. Wie schaut das mit der Performance aus beim JavaScript? Kann ich da einen Flash Text oder sowas, bevor der Umbruch kommt? Wir versuchen es mal. Ja, also. Ups. Ja, also ich hab's. Als ich es zu Hause probiert habe, habe ich tatsächlich so einen kleinen Flash gesehen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das noch zum Beispiel sagen könnte, wir machen jetzt nur die Umbrüche mit JavaScript, aber für die Silbentrennung verlassen wir uns auf den Browser.
Das weiß ich nicht. Ich könnte ihn mal fragen, der seit letzter Woche arbeitet er auf dem TypeScript, der Rams. Nein. Ja, auf jeden Fall ist das sozusagen jetzt im Moment, was man im Moment machen kann. Aber es ändert sich ja sowieso alles mal recht schnell und nächstes Jahr geht dann vielleicht schon wieder viel mehr. Ja, Thema Schriftwahl. Jetzt bin ich natürlich richtig in meinem Element als Schriftdesigner und Enthusiast. Auch da finde ich, könnten wir noch ein bisschen so reifer werden. Das hier ist der Fonter, den habe ich damals entwickelt vor 2 Jahren für Font. Das ist natürlich ein witziges Tool, man kann einfach eine beliebige Seite hier eingeben und die wird dann in diesem Fall natürlich nur Font hat man da zur Auswahl, kann man die vorher anschauen. Es macht Spaß, eine andere Seite sozusagen zu kapern und das umzuändern. Allerdings würde ich sagen, also das sozusagen als Designprozess, als Designdenkweise, das ist es halt dann doch nicht. Also, dass man einfach sagt, wir denken so wie vorher, wie ich schon gesagt hatte, schalten nur auf andere Fonts, das ist zwar bequem, aber ich finde, da sollten wir jetzt ein bisschen mehr Finesse reinbringen. Hier ist ein Beispiel, da wurde es tatsächlich so gemacht bei Wired. Das hier ist, bevor es die Webfonts gab, Georgia und Arial, und dann wurde umgeschaltet. Fast genau das gleiche Design. Es ist natürlich auch toll, dass sowas geht. Das ist praktisch eine Zeile im CSS verändern und schon wird auf der kompletten Webseite der Font ausgetauscht. Hier interessanterweise Periodico Text für die Überschriften, was vorher Georgia war. Ausgerechnet da gibt es nämlich eine Display-Variante. Wir haben ja also für die Überschriften einen Textfont genommen. Vielleicht ist es auch Absicht. Irgendwie hat es ja auch was, wenn das so ein bisschen so brutal ist und kräftig. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, vielleicht sollte es nicht mehr einfach nur darum gehen, dass man irgendwas, eine Schrift einsetzt, die möglichst krass ist, möglichst abgefahren, möglichst anders als Georgia oder Verdana. Vielleicht kann man jetzt sagen, Webfonts sozusagen, der Gag per se ist nicht mehr so da. Jetzt nehme ich Webfonts, weil ich jetzt genau die Schrift bekomme dadurch, die ich will, nämlich im Univers, nicht Arial. Oder, vielleicht steht hier mehr Helvetica, ja, muss unbedingt die Helvetica sein. Die Schweizer haben sich da ja jahrzehntelang gekriegt schon fast, ja, diese Schulen. Wenn die das gemacht haben, dann ist das vielleicht nicht übertrieben, das jetzt auch bei Webfonts mal zu sagen. Ich nehme jetzt Webfonts nicht, weil es so ein ungewöhnliches Design ist, sondern weil es genau das bringt, was ich will. Oder ich sage mir, ich kann jetzt einfach eine Light oder Extra Light in dem Fall verwenden. Das ging ja auch nicht. Also wie gesagt, auch wieder nicht, weil das Design per se extrem ungewöhnlich ist, sondern weil ich jetzt hier zum Beispiel eine größere Palette zur Verfügung habe. FF-Plan ist natürlich ein Extrembeispiel. Das sind nur die aufrechten Stile. Gibt es das gleich nochmal kursiv. Und wenn man dann mal damit rumspielt, stellt man vielleicht wirklich fest, also ich benutze zwar nur 2, 3, aber irgendwie, dann habe ich jetzt das hier oben und das da unten und das da drüben. Also dass man sagt, der Witz ist, ich nehme Webfonts, weil sie mir diese Extreme geben, Extreme hinsichtlich der sozusagen Parameter, die in extra, bold, condensed, was ich vorher nicht hatte. Und das hat auch den Vorteil, dass es einerseits so ein bisschen, wie sagt man auf Bayerisch, mit Schmackes, also visuell so ein bisschen Stärke hat. Andererseits ist es aber stilistisch ja neutral. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man eine Webseite hat, auf der sehr unterschiedliche Inhalte gezeigt werden. Hier zum Beispiel beim Mule Design Studio, die zeigen ihre unterschiedlichen Projekte. Und einerseits ist das natürlich hier mit Orange und Effekt Compressed, hat das so ein bisschen so eine visuelle Präsenz, ist aber einigermaßen stilistisch neutral. Also es funkt jetzt nicht dazwischen mit dieser unterschiedlichen Bildsprache oder wenn man sich jetzt vorstellt, eine Nachrichtenwebseite und ich will nun mal die gleiche Schrift nehmen für die Wirtschaft und für den Sport und die Klatsch und Tratsch, dann will ich ja nicht einen Font nehmen, der irgendwie per se schon eine Aussage trifft.
dann ist sowas vielleicht möglich, einfach so in die Extreme zu gehen. Umgekehrt hier wäre das, wenn man subtiler arbeitet. Optische Größen kennt ihr wahrscheinlich, also von der Utopia, die wir ja vorhin schon in dem Beispiel gesehen haben, da gibt es auch eine Display-Variante hier mit schönen dünnen Linien, das ist alles eleganter. Also man könnte sagen, ich nehme Webfonts nicht, weil das Design ist ja gar nicht so extrem anders als Georgia, aber ich nehme einfach Webfonts, weil es mir erlaubt, optische Größen einzusetzen. So, jetzt klingt es vielleicht so, als ob ich irgendwie was gegen ungewöhnliche Schriften habe. Das stimmt natürlich gar nicht. Ich finde Display-Fonts auch sehr cool. Macht mir großen Spaß, Display-Fonts anzuschauen. Und natürlich design ich auch selber welche mit großem Vergnügen. Also natürlich haben auch Display-Fonts ihren Einsatz und alles, was schön ist, ist schön. Ja, Designprozess. Also wir sind immer noch beim Thema mehr wie Print. Auch beim Designprozess ist das Web ja so ein bisschen noch hinten dran. Beim Web sieht das so aus, man hat irgendwie so einen Editor, da fummelt man drin rum, geht in den Browser, klickt auf Neuladen und dann wieder hin und her, hin und her. Natürlich ist das nervig. Bei Print haben wir schon seit langem sowas hier, wo ich das dann wirklich auf der Seite sehe. Ich habe meinen Rahmen, ich kann hier meine Schrift einstellen und alles. Natürlich klar, dass man so sehr viel besser designen kann und auch sehr viel mehr rumprobieren kann. Gutes Design ist ja sehr oft einfach das Resultat von diesem Feintuning, von dem genauen Rumprobieren. Und wenn ich unmittelbar dieses Feedback habe, dann probiere ich einfach mehr. Also natürlich geht das theoretisch, aber ich meine, so kann man doch nicht designen, oder? Deswegen denke ich mir, es muss doch irgendwie jetzt in die Richtung gehen, dass man auch wirklich mal visuell designen kann. Das hier ist noch ein Zitat übrigens von letztem Jahr, Tim Finney. Also die Webfont-Services haben begriffen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass der Designer das auch schon zum Beispiel im Photoshop verwenden kann. Im Photoshop kann man ja richtig designen, weil man es einfach so sieht. Und da kann man jetzt hier auch schon mal die Webfonts sozusagen bei Suitcase, bei WebInk ist das so mehr so als nur als Vorschau gedacht, um dann anschließend irgendwann die Webfonts zu benutzen. Bei Skyfonts, das ist also praktisch Monotype, die gehen noch einen Schritt weiter. Das ist auch so als zum richtigen Einsatz, als auch für Print gedacht. Da kann man es auch mieten, auch testen. Und auch Fontshop hat hier so ein Plugin. Das ist allerdings wieder nur als Vorschau gedacht. In dem Fall dann aber auch wahrscheinlich so für Desktop-Fonts, für Druck. Also da gibt es verschiedene Lösungen. Allerdings würde ich sagen, dieses Ganze mit diesen Photoshop-Mockups, das ist doch auch irgendwas, was wir irgendwann mal loswerden sollten. In Photoshop kann man zwar irgendwie ganz nett das Ding sehr schnell zusammenklicken, aber man kann viele Sachen kann man einfach nicht simulieren. Zum Beispiel, Webfont-Rendering. Natürlich, wenn ein Font schlecht gehintet ist, dann sieht man das in Photoshop leider nicht. Oder sowas wie Ladegeschwindigkeit, also ob die Seite jetzt wirklich sofort lädt oder nicht, das kann ich im Photoshop nicht simulieren, wenn ich verschiedene Optionen habe. Und das ist für uns Designer vielleicht auch so eine Sache, so, ja, Ladegeschwindigkeit, ich weiß, aber im Endeffekt ist es super wichtig. Das beeinflusst, wir haben ja gestern gehört, die Leute vergessen wahrscheinlich, was du ihnen sagst, aber sie vergessen nicht, wie sie sich gefühlt haben dabei. Und wie schnell eine Seite lädt, das hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie sich die Leute fühlen. Deswegen glaube ich, es muss doch irgendwie möglich sein, richtig im Browser zu designen. Es gibt hier bei WordPress.com so eine Kollaboration mit Typekit, wo man das dann im Browser direkt auswählen kann hier. Das ist natürlich mehr so für Laien, inklusive der Hinweise hier, Design for larger sizes, not for body depth. Falls man das nicht bemerkt. Also das ist natürlich mehr für Laien, aber es gibt auch jetzt ganz nagelneue Entwicklungen hier. Zum Beispiel Easel, das ist so im Browser what you see is what you get, Web-Editor, wo man dann richtig schön hier seinen Rahmen hat. Dann kann man die Schriftgröße auswählen. Das ist immer noch im Beta hier, Easel nennt sich das. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass man einfach
richtig designen kann. Ja? Dass ich diese ganzen Parameter, Größe, Zeilenabstand und die Verhältnisse zueinander einfach besser auswählen kann, als wenn ich da irgendwie im CSS rumtippe. Ähnlich hier Typecast auch im Browser designen. Hier kann ich sogar meine eigenen Plots benutzen, das hat mich ganz besonders gefreut. Ansonsten sehr ähnlich, Typecast glaube ich so ein bisschen mehr mit in Richtung Typografie. Und dann kann man sich das hier irgendwie als CSS oder so exportieren. Also sowas in der Richtung, glaube ich, wird irgendwann kommen. Also das hier ist auch noch im Beta übrigens. Und seit, ich glaube, seit letzter Woche wurden die auch von Monotype gekauft. Und hier noch Adobe hat Muse, das ist also eine richtige Desktop-Anwendung, auch What You See is What You Get Editor, so ein bisschen wie, wie hieß es, Dreamweaver oder GoLive, aber jetzt irgendwie so der neue Anlauf quasi. Also natürlich sind wir jetzt 20 Jahre weiter und wissen sehr viel besser, wie man sowas anpacken kann. Auch hier, klar, man kann richtig visuell designen, hat schön seine Paletten. Und mal sehen, wie sich das so entwickelt, dieses Thema. Jetzt habe ich also alles in die Richtung gesagt, wie wir jetzt das Web, wie wir jetzt vom Print lernen können. Jetzt habe ich genau die gegenteilige Forderung, wir müssen weniger wie Print arbeiten, weil das Web natürlich anders funktioniert. Es kann irgendwie mehr und es kann irgendwie weniger. Ich habe hier beim Print habe ich den Vorteil, dass es, ich weiß genau, wie groß die Seite ist, klar, alles ist fest, ich kann super Seitenlayout machen und ich kann mich darauf verlassen. Beim Print, bei Web ist das nicht so. Wisst ihr alle, ich weiß nicht, ob Indra noch wahrscheinlich genauer erklärt, also wir haben unterschiedliche Bildschirmgrößen, physisch, sowohl physisch als auch natürlich Formate und alles ist unterschiedlich. Also man muss darauf reagieren, also das Web kann irgendwie weniger. Gleichzeitig kann es aber auch irgendwie mehr. Zum Beispiel hier Online-Wörterbücher sehen natürlich völlig anders aus als gedruckte und im Prinzip funktionieren natürlich Online-Wörterbücher besser. Ich kann bei Webseiten kann ich mit dem Thema Tiefe sehr viel besser arbeiten, also wie ich dem Leser oder Nutzer sozusagen mehr und mehr enthülle. Ich habe hier im Print, ich muss ja hier sozusagen mehrere Informationsebenen aufeinander packen. Und das ist auch der Grund, warum das natürlich typografisch so komplex ist. Hier, das funktioniert einfach anders, deswegen ist es nicht, muss man nicht unbedingt sagen, wir machen das jetzt typografisch so wie ein gedrucktes Wörterbuch. Ganz interessant hier übrigens bei Oxford, es werden diese Konventionen teilweise noch übernommen. Hier haben wir auch wieder dieses Fett und dann hier Kursiv. Das funktioniert ein bisschen so wie hier. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt falsch ist. Es funktioniert natürlich nach wie vor so, wenn ich da sozusagen diese verschiedenen Informationsebenen typografisch ausdrücke. Und dieses System gibt auch irgendwie ja natürlich dem Leser die Kontrolle. Wenn ich irgendwo draufklicken muss, dann hat die Webseite die Kontrolle und wenn ich das hier... Da muss das irgendwie mein Gehirn so verarbeiten, aber es gibt mir auch das Gefühl, eben, ich habe die Kontrolle. Andererseits kann man sich natürlich fragen, das hier funktioniert, weil es ist eine Unterscheidung, aber es ist eine Unterscheidung, die sich wiederholt. Und Unterscheidungen, die sich nicht wiederholen, so wie hier, funktionieren natürlich längst nicht so gut visuell. Das funktioniert vielleicht für uns noch, weil wir eben diese gedruckten Wörterbücher können, aber vielleicht unsere Kinder schon, die sagen sich, die können damit einfach visuell nicht mehr ganz so viel anfangen. Also in dem Sinne vielleicht könnte man sagen, da kann das Web schon etwas Eigenes entwickeln. Und es gibt ja so ein bisschen die These, dass der Grund, warum wir bei der lateinischen Typografie so eine relativ hohe Komplexität haben heutzutage, der Grund dafür ist, dass der Bleisatz erfunden wurde. Ich arbeite nur mit Schwarz und Weiß, deswegen muss ich das da irgendwie eine andere Komplexität reinbringen. Bevor es den Bleisatz gab, wurde dann mit Farbe gearbeitet und das ist typografisch gesehen, klar, wenn man so will, eine Schriftart, eine Größe, dafür wird dann mit Farbe gearbeitet und also man könnte sagen,
diese ganzen, die Komplexität unserer heutigen lateinischen Typografie und im Endeffekt auch die OpenType-Features, die in dem Font stecken, die sind das Ergebnis hier vom Bleisatz. Dadurch, dass einfach nur schwarz gedruckt wurde, um Kosten zu sparen, auch allein schon die Anordnung hier schafft natürlich Beschränkungen, was zum Beispiel in Asien nicht so war. Da wurde ja sehr viel länger noch mit Holzschnitt gearbeitet und da haben sich eben nicht so Sachen ausgebildet wie Kursive oder Kapitelchen und so Sachen. Deswegen könnte man vielleicht fast sagen, nein, wir müssen nicht unbedingt Print imitieren, weil wir jetzt andere Möglichkeiten haben. Wir haben Farbe, wir haben Interaktivität. Als allerletztes noch Thema Responsive Web Fonts. Ist ja interessant, die ganze Welt redet von, die Webwelt redet von Responsive Design. Indra macht einen ganzen Vortrag dazu. Und die ganze Welt redet von Web Fonts. Aber ich habe nur überhaupt einmal bis jetzt ein Beispiel gesehen von Responsive Web Fonts. Und zwar hier von Ralf, der sitzt hier übrigens. Da sieht das so aus, im großen Browser haben wir hier die Abril Fatface, eine richtige Display-Font. Und wenn dann der Browser kleiner wird, ich hatte leider jetzt keinen Mobile Browser zur Verfügung, dann wird umgeschaltet hier auf die Brotschrift. Und das ist natürlich, völlig, völlig logische Konsequenz, dass man sagt, wir haben Webseiten, die können reagieren, wir haben sowieso Interaktivität, alles ist flexibel, deswegen machen wir logischerweise auch die Schrift selbst die als responsive. Das Problem ist nur, dass so eine Webseite, das ist gar nicht so einfach herauszufinden, wie groß jetzt eigentlich der Browser ist. Also eine Webseite kann nicht so leicht rausfinden, welches Gerät es denn eigentlich ist. Zum Beispiel ist es unmöglich zu wissen als Webseite, ob ich jetzt auf einem iPad oder auf einem iPad Mini bin. Es ist unmöglich, die Webseite weiß das nicht. Man kann zwar im CSS sowas angeben, wie mach das mal 10 cm breit, nur wird es dann nicht 10 cm breit, sondern irgendwas. Also die Browser machen halt irgendwas. Und ich kann, wenn das wirklich zuverlässig wäre, dann könnte ich als Webseite natürlich rausfinden, was habe ich für eine Auflösung, was habe ich für eine Größe, physische Größe und dann dementsprechend meine Schrift auswählen, optische Größen, sowieso klar. Das wäre sehr cool, aber es funktioniert irgendwie nicht, weil die Browser der Webseite irgendwie so, ja. Das ist gerade, was du gerade beschreibst, du schaust auf so ein kleines Bildschirm und gleichzeitig hast du ein 4 Meter Bildschirm. Genau, nein, das ist klar, das wollte ich ja sagen. Das Problem ist, wenn ich sage 10 cm, dann wäre das halt hier irgendwie sowas. Und wenn jetzt die Leinwand irgendwie da vorne steht, dann ist es noch was anderes. Das hat schon seine Gründe, warum das nicht so einfach funktioniert. Aber ehrlich gesagt, also 99%, wenn irgendjemand irgendwas anschaut im Web, dann ist es klar, das ist einfach ein Bildschirm, der hat eine Auflösung. Und es wäre sehr cool, wenn ich als Browser, also als Webseite, wüsste, was das ist. Naja, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren dazu irgendwie Neues zu sagen. Weiß nicht, ob man auch mit CSS machen könnte, vielleicht. Das war's. Vielen Dank. Also zum ersten Mal kriegst du noch was zum Anziehen von uns. Yay! Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen. Wenn dem so ist, können wir noch kurz Tim hier behalten. Nein? Fragen? Dann darf ich bei dir aber auch fragen. Für mich ist ja Web neu. Nein, ich wollte eine Frage fragen zu diesen in
Browser-Designer sein Sachen, oder du hast gesagt, dass es jetzt so viele WYSIWYG-Editoren gibt. Ja. Zum Beispiel das letzte, was du gezeigt hast, da weiß ich den Namen aber nicht mehr, wo du dann gesagt hast, das ist jetzt wie Dreamweaver oder GoLive. Ja, Muse heißt das von Adobe. Ja. Und, achso, von Adobe war es. Okay, ja, aber genau, wir mögen ja Dreamweaver nicht mehr, weil, oder ich weiß nicht, weil natürlich auch der Code, den diese Programme produzieren, halt unendlich viel komplexer und loaded, Mann, was heißt das? Ja, ja. Auf dem Geld ist im Vergleich zu dem, was man jetzt schreiben würde, als minimale Code, den man braucht. Wie ist das jetzt zum Beispiel, was in den Editoren? Das weiß ich nicht, also ich verstehe schon, das ist wirklich der Einwand. Man kann natürlich auch irgendwie sagen, vielleicht wird es nie klappen. Man kann einfach keinen What you see is what you get Webseiten-Editor machen. Allerdings, alles wird irgendwie besser und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass diese modernen Dinger, die wir da gesehen haben, dass die wirklich ganz guten Code schreiben. Und also ich denke, das muss doch irgendwie möglich sein, vielleicht in den nächsten 10 Jahren. Nur habe ich mir das vor 10 Jahren auch schon so gedacht. Also, wie das noch erleben also, dürfen. Ja, aber irgendwie, also ich persönlich bin jetzt einer, der sagt, nein, es muss doch irgendwie gehen, statt einfach zu sagen, nur das würde doch nicht gehen. Ja. Also irgendwie glaube ich nicht daran, dass es nicht geht. Ja, hi, für dich als Schriftgestalter, was sind so deine Erfahrungen, was ist die Unterschiede, wenn man als solch eine Schrift für die Darstellung auf Bildschirm speziell optimiert ist, oder seine traditionelle Schrift für den Druck machst? Da gibt es ja Dinge, auf die man achten muss, weil bei da zum Beispiel ist es ja ganz extrem sichtbar, welche Kompromisse gemacht werden müssen. Und dass du Fazit gemacht hast, was man dafür überhaupt geachtet hat, was man dafür muss. Also da habe ich wahrscheinlich eine relativ sparsame Antwort. Also es gibt ja Schriften, wo dann damit geworben wird, dass die speziell für den Screen designt wurden, also nicht nur jetzt gehintet, sondern schon vom Design her. Darüber denke ich natürlich auch schon lange nach. Wie sieht jetzt das vom Design her aus, dass eine Schrift für den Bildschirm gut geeignet ist? Ich habe allerdings noch keine Antwort darauf gefunden. Also ich glaube eigentlich, eine gute Schrift ist auch am Bildschirm gut. Natürlich ist klar, dass irgendwie so robustere Schriften besser funktionieren. Bei manche Betriebssysteme merkt, macht es ein bisschen fetter, andere macht es vielleicht ein bisschen leichter und so weiter. Also robuste Schriften ist klar, dass irgendwie jetzt vom Design nicht so irgendwie sich darauf verlässt, dass es genauso gerendert wird. Eine Sache eben, ja wie gesagt, große Wort-Zwischenräume finde ich, scheinen am Bildschirm noch wichtiger zu sein. Also das Leerzeichen. Und noch ganz interessant finde ich, dass die Fette, also dass die genaue Fette des Fettenschnitts, dass der also nicht, wenn der nicht fett genug ist, sieht man den Unterschied nicht so gut am Bildschirm. Und wenn es zu fett ist, dann werden die Punzen irgendwie laufen, tun natürlich nicht am Bildschirm, aber kleben zu. Ja. Das scheint mir beim Bildschirm noch wichtiger zu sein, dass man da genau trifft. Während beim Druck, wenn es eine gute Qualität ist, kann ich vielleicht auch eine Extrafette noch sehr gut lesen. Ich kann es ja ausprobieren, ich kann es ja ausdrucken. Oder vielleicht ist auch eine Halbfette schon fett genug, um einen deutlichen Unterschied zu machen. Das scheint mir also, dass die Fette halt wirklich so genau das Optimum bietet. Unterschiedlich genug, aber eben nicht, dass es zugeht. Ja.